Willkommen zurück zu Manalorts. Wir haben Räuber in der Nähe und die greifen uns in 2 Tagen an. Und ich schätze mal, wenn kein Wunder passiert, dann ist unsere Übungsrunde hier beendet. Mal schauen, was mich erwartet. So. Ein Tag noch? Na komm, gleich ist es noch ein Tag. Bing! So. Meine Bogenschützen. Hey, hey, hey. Zoom mal wieder raus hier, bitteschön. Da. Sind noch auf dem Marsch? Okay, ich hole die Milizen rein. Nehme ich die zweite auch? Ja. Warte, warte. Ich muss ja das mit der linken Maustaste. Okay, da kommen sie. Aufstellen. Keine Sorge, die Hungersnot hat sich dann auch erledigt. So. Sehen wir schon irgendwo was? Nein. Keine Ahnung, wo die Briganten sind. Okay, die Bogenschützen sind eingetroffen. Fast. Null. Ich bin kampfbereit. Es sind Räuber in der Nähe. Nix, nix, nix. So. Ich hoffe jetzt aber, da war kein Fehlalarm. Ich habe Geld ausgegeben. Ich habe meine Leute von der Arbeit abgehalten. Feindliche Einheit gesichtet. Mann, was ist denn jetzt hier? Ja, klar. Noch eine. Mission abgeschlossen. Oh shit, meine eigenen sind schneller. Als erstes sollte die Söldner angreifen. Wo sind meine Söldner hin? Da. Ach, egal. Drauf da. Und was ist mit euch hier, ihr Schlafmützen? Zieht euch mal zurück. Yes,
Leute, trennt euch vom Gegner. Nein. Oh, tatsächlich? Oh, Mann, mach doch mal hier unten zu. Wo sind die jetzt? Das war's? Das war jetzt aber chaotisch. Und mehr gibt's nicht? Ach, mach doch mal hier zu, hier verdammt. Also diese Steuerung. Ich glaube, das war's. Na gut. Pass auf, ich werde Folgendes machen. Meine eigenen Leute sind ja die hier, wa? Ja. Auflösen. Die hier? Auflösen. Gut. Und ihr, würde ich sagen, 10 bezahlt, wa? Ihr zieht euch aus der Stadt zurück, dass ich wieder ein bisschen Überblick habe. So, jetzt muss ich hier einen in die Kirche setzen. Oh, und ich brauche eine Leichengrube, wa? Hier liegen doch jetzt bestimmt irgendwo Räuber rum. Ja. Oh. Okay. Marktplatz, Brunnen, hier, Leichengrube. Oh. Wo stelle ich denn die jetzt hin? Ah, die mache ich ein bisschen abseits. Ja, komm, stell die hinten hin. So. Holt eine Leiche. Ihr sollt nicht pflügen. Ihr sollt Leichen holen. So. Und ein siegreicher Feldherr. Weil ich jetzt erstmal gucken. Und Schlachtfeld besichtigen. Tja, Freunde. Ich hoffe, das sind mehr von den Gegnern als von unseren eigenen Leuten. Das war aber so gesehen ein schlechter Kampf. Weil einfach nur draufhauen und nichts irgendwie Kampf. Und die hat ja beinahe meine Bogenschütze überrannt. So. Und vor allem... Moment! Ich habe 2000 Einfluss! Ich habe 2000 Einfluss!
Wisst ihr, was das heißt? Ich speichere jetzt ab. Folge 25 ist das bestimmt. So. Mit 2000 Einfluss könnte ich ihn machen, aber mit 1000 Einfluss kann ich das Stück hier beanspruchen. Was haben wir denn da? Beerenbüsche haben wir da. Eisen und vor allem, wir haben wilde Tiere. Wir können Jägerlager bauen. Anspruch erheben. Waldbrand wird beansprucht. So. Genau, jetzt läuft der Countdown. Und wenn keiner von den anderen Einspruch erhebt, gehört der Laden mir. Naja, die haben schon Verluste eingetragen. So, zur Not muss ich meine Miliz doch mal rausholen. Hofstätte. Brauerei. Großer Speicher. Wie sieht's denn hier aus? Macht endlich hier weitere, Achso, der hatte nichts. So. Dorfschmiede ist niemand. Aber im Ofen ist jemand. Okay. Stellst du jetzt auch wirklich Eisen her? Ein Eisenbarren haben wir. Gesetze verfügbar. Ja, sind immer noch dieselben. So. Ihr haltet schön die Füße still. Ihr seid satt. So. Oh, okay. März. Die machen jetzt Gemüse. Wunderbar. Beeilt euch. Wir haben nichts mehr zu essen. Warum kommt von euch kein Fleisch? Ah, da kommt was. Leichen müssen bestattet werden. Sorgt dafür, dass sich eine Familie um die Toten kümmert. Da ist eine Familie. Sie kümmert sich um die Toten. Oder muss ich noch einen Friedhof bauen? Ich habe eine Leichengrube und ich habe eine Holzkirche. Der bietet heiligen Boden. Okay, Leichengrube ist fertig. Ah! Ich muss hier eine extra Familie reinschmeißen. Gut. Also kümmern die sich hier nur um unsere eigenen Leute? Leichen müssen bestattet werden. 30 Stück. Wow. Okay.
Okay, Totengräber. Und hier haben wir Personen, die flügen. Ich glaube, ihr müsst nicht flügen. Warum flügt ihr eigentlich? Hier muss nichts gepflügt werden. Ach so, die waren hier beim Gemüsepflügen. Ja, tut mir leid. Kümmert euch bitte erstmal um die Leichen. Ja, stimmt, von hier kommen die. Na gut. Es kommt einfach nichts durch. Okay, die Hälfte der Zeit ist abgelaufen. Packstation. Wir haben wieder für einen Monat minus zwei Fleisch. Vier Eier haben wir. Da ist er hergekommen. Und ein Gemüse. Ah, wunderbar. Gemüse läuft. Gemüse rettet uns. Ja, und vermutlich rettet uns, dass wir ein paar Leute verloren haben. Wir haben 8 Familien, 38 Familien. 40 können wir unterbringen. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir neuen Bau. Wohnraum. Come on, come along. Zwei große noch? Vielleicht mache ich auch einen großen draus. So. Nee, ich mache zwei draus. Ich mache einmal Gemüse und einmal Äpfel. Und so würde ich nur Äpfel machen mit einer Familie. Hm. Nein! Na klar, ernsthaft? Warte mal, ich probier's mal. 3. Oh. Bei heißen sie selber. Ich mach das. Zack. So. Und danach kommen dann wieder kleinere. Oh, guck mal, wie schön das hier hochgewachsen ist. Förster. Sucht Orte zum Pflanzen. Mach mal. Da. Why do I have to carry this alone? Und das Holzfällerlager. Summer's coming soon. Ich könnte. Wie geht's euch denn? Ihr macht. Gut. Ah, er holt die Bäume ab. Sehr gut. Sägemühle. Säge. Ach, der zieht sich gleich das Zeug rein. Wunderbar. Brennholz.
268. Wie sollte Brennholz exportieren? Wie sieht's mit der Wolle aus? So. Personen erweitert. Handel. Bretter von 89 auf 50 und Wolle von 34 auf 30. Erz. Ich habe 93 Erz. Guck mal, wie viel das bringt hier. Speere. Ach so, das ist ja der Preis. Gekauft wird das Zeug nicht. Okay. Noch hat keiner beansprucht? Läuft. Wie viel brauche ich hier? 70, 75, 106 habe ich noch. Und hier habe ich doch mal 250. Aber ich habe nichts zu essen. So. Region beansprucht. Schrein deaktiviert. Das gehört mir. Oh, Beerenbüsche. Egal, hier muss jemand rein. Ich brauche ganz schnell was zu essen. So. Jetzt kam, warte, das hatte ich irgendwo beim Durchschalten mal gesehen gehabt. Nein. So eine Siedlergruppe. Anheuern von Gefolgsleuten. Wie mache ich denn das? Komm mal her. Also. Erweiterungen. Warte mal. Wo kann ich denn hier die Wirtschaft, Gebäude? Herrenhaus. Wo finde ich denn das? Hier, Zelte für Obdachlose. Ach so, nein. Ich brauche Siedler. Herrenhaus. Einfluss, Verwaltungsstufe. Hier steht aber nicht, wie ich erweitere. Jede Region. Wenn es soweit ist, erhält die Region einen neuen Entwicklungspunkt im Regionsmenü. In der oberen Bildschirmmitte. Siedlerlager. Ich habe irgendwo gesehen, ich kann ein Siedlerlager kaufen. Wo war denn das? Ja, Leichen müssen bestattet werden. Macht er doch gerade. Nicht genügend Vorräte. Macht ihr auch gerade da. Ich suche aber. So, Verwaltung. Ah, hier, Siedlerlager. Kostet mich 250 Gold. Platziert das Lager auf dem leeren, für euch beanspruchten Territorium. Nicht genug Material.
weil ich nicht genug Holz, Gold habe. Okay, Herrenhaus. Gewährt 250 Punkte Einfluss. Gut. Hat sich erledigt, zu früh beansprucht. Wenn ich hier einen Jäger hinbaue, läuft der denn bis dahin? Zwei Fleisch, zwei Gemüse, einmal Eier. Null Beeren. Üppiges Vorkommen wächst. Da sind sie. Holen einen Korb und pflügen. Ach. Das sind jetzt die Leute, die hier das Gemüse anbauen. Es klappt einfach nicht. So, 106 Gold. Ich könnte jetzt ein Brigantenlager gebrauchen. Da hätte ich Gold. Hat zufällig jemand was? Nö. So. Was ich mache ist, wir haben hier meine Packstation. Die wird später hier drüben Zeugsel machen. Wir machen hier die neue Stadt. Hier. Nee. Wir werden die neue Stadt zentral bauen. Hier. Dann habe ich nämlich kurze Wege. Da habe ich kurze Wege. Der Holzfäller baut das hier ab. Hier ein paar Wohnhäuser hin. Hier der Jäger. Vielleicht kann ich sogar die Tiere ein bisschen nach oben treiben. So. Immer noch 25. Macht ihr hier was? Totengräber. Gebäude ist fertig. Hofstätte. Ach, jetzt steht immer davor Nusslohe. Alles klar. Wohnraum erweitern. Ja, Banditenlager. Juhu. Zack. Marschiert mal los. Haha. Da kommt das Geld für meine Siedlerlager. Oh, guck mal. Mein Erzvorkommen ist gleich erschöpft. Mein Eisenvorkommen. Gut. Ermöglicht eine dauerhafte Ressourcenförderung, wenn es über einem üppigen Vorkommen errichtet wird. Ist das ein üppiges Vorkommen? Nein. Da wäre ein üppiges Vorkommen. Okay, ich werde das aufbrauchen und werde dann hier eine neue Eisen machen und werde dann das Eisen hierher exportieren. Ich habe nur noch eine Familie? Oh Leute, ich muss irgendwo was rausziehen. Erstens, Melzerei, leer. Wo sitzt denn einer? Mühle! Komm, raus da. Zack, weg mit dir. Dann der Gemeinschaftsofen. Zack, tschüss, raus, weg mit dir. Was blutet denn da? Ach, Trauertage. Das Gretlein ist ganz alleine. Und übernimmt die Eisengießerei. Ja. Tut mir leid, Gretlein. Dein Mann ist für was sehr Wichtiges gestorben. Für mich. So.
262 Brennholz. Neun Bretter. 262 Brennholz. Okay. 56 Bretter. 9 Bauholz. Ah, seht ihr hier? Hier ziehen sie jetzt schon Zeug lang. Okay. Und hier laufen sie und hier holen sie jetzt. Da sind die Beeren. Wunderbar. Gibt es irgendwo eine feindliche Armee? Oder muss ich diesmal selber kämpfen? Ich glaube, ich muss diesmal selber kämpfen. Na, hoffentlich reichen dann die Leute aus. Naja, dann werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich denke mal, wir machen jetzt hier wieder einen Break. Und beim nächsten Mal ist dann hier das Brigantenlager fällig. Mal gucken, wie viele Leute die haben. Werde ich wahrscheinlich meine Miliz oder vor allem meine Söldner hinterher schicken müssen. Ich muss mal schauen, dass ich meine... wo sind die denn hier? Hier. Mein Gefolge. Dass ich mein Gefolge irgendwie erhöhen kann. Oh, oh, oh. Mehr Steuern darf ich nicht erheben. Gut, werde ich nichts dran... Warum ist das eigentlich auf 8? War das nicht vorher immer, dass es 7 ist? Herrenhaus. So. Okay. Ich schaue mir das an. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sind dann die Briganten dran. Bis dahin sage ich danke für Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.